verändern wollte. Und er hat sie verändert. Seht euch um. Im Moment bereiten die Briten den Rückzug vor. Ihr Wille gebrochen. Ihr Heer zerschlagen. Als nächstes sind die Führer der Patrioten dran. Entweder finden sie zu uns. Er schickte mich fort. Damals, in Fort George. Er sorgte sich um mich. Ich hätte bleiben sollen. Er sagte, es sei ungefährlich. Er lag falsch. Ich töte dich, Connor. Das schwöre ich. Nicht hier jedoch. Nicht heute. Nein. Erst zerstöre ich alles, was du liebst. Ich werde deine Siedlung niederbrennen und die Köpfe deiner geschätzten Gründungsväter in den Flammen rösten. Und wenn ich fertig bin, verbrenne ich den ganzen Rest. Deine fröhliche Assassinenbande, den menschlichen Abschaum, der auf deinem Land lebt, dein Dorf und seine Bewohner, alles wird brennen. Versuche es, Charles. Doch wie all deine Pläne wird auch dieser ein Fehlschlag sein. Bringt ihn auf die Füße. Er soll warten. Er soll zusehen. Und dann, wenn er mit ansah, wie sein ganzes Lebenswerk zerstört wurde, erst dann erlaube ich ihm zu sterben. Bringt ihn weg. Schade, dass du nicht sterben darfst. Nicht? Ich wette. Zu Boden. Wieso habe ich denn diese Zeit nicht genutzt und habe den direkt fertig gemacht? Das ist jetzt... Was? Moment. Was ist das denn? Ich dachte, das wäre so ein Ding zum Hochziehen. Schade. Wo ist er denn jetzt? Was? Aus dem Ziel? Ach komm. Ich dachte, Charles C. steht hier noch an der Kirche. Ich könnte mich dem jetzt entledigen. Ach, natürlich nicht. Natürlich nicht. Wie sollte es auch anders sein? Ist er von... Was? Ich stelle gerade fest, dass ich... Nein. Alter. Sehr gut. Hab ihn im Visier. Was hast du? Ich konnte sie nicht verstehen. Mein Gewehr war zu laut. Jetzt reicht's aber, Mensch. Wo ist denn dieser Charles Lee? Wo ist Charles Lee hin? Am Hafen. Er nimmt eine Fähre. Diese ganze Scheißarbeit hättest du dir sparen können. Wenn du... Na gut. Moment! Moment, wenn wir schon mal hier eine Truhe haben. Ach, natürlich, das Schloss muss man erstmal knacken. Ach, Mann. Okay, machen wir natürlich.
Nee, da ist jetzt nicht ordentlich Kohle drin. Moment, Brech es auf. Dass hier immer so mit Klischees gearbeitet werden muss. 750 Pfund. Toll. Das ist nicht viel. Nee, weiß Gott nicht. Das ist nicht viel. Habe ich jetzt eigentlich alle meine Waffen wieder? Ich muss mal ganz kurz in das Waffenrad reingucken. Wahrscheinlich. So. What? Was habe ich denn jetzt im Waffenrad ausgewählt? Was soll das denn? Schwert. Nee, was? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Warte mal. Wir brauchen... Hä? So. Nein! Ich wollte rennen. So, so ist besser. Die Stadt kann so eine Missachtung Shit, der wie? Gesetze nicht... Ja. So. Jetzt in Kognito unterwegs, aber es bringt mir wahrscheinlich nicht sehr viel. Es sei denn, ich fliege praktisch übers Wasser. Konnte man hier nicht abtauchen? Konnte man hier nicht im Sinne... Im Sinne der Geheimhaltung tauchen? Warum geht das hier nicht? Was ist das denn? Ist das ein Schiff? Hä? Das sieht... Ich sehe zwar den Rumpf eines Schiffes, aber ich sehe Häuser oben drauf. Was ist das denn für ein Ding? Das schwimmt doch nicht. Das hat auch Löcher. Was ist das denn? Ist das ein schwimmendes... Was? Sieht aus wie so ein schwimmendes Fort. Baut denn so... Gab's sowas? Mein Ernsthaft, guck dir das Ding an. Was ist das? So, da müssen wir hoch. Das könnte 2 Minuten dauern. Die Frage ist, wo wir uns hochhangeln. Ich sag mal hier. So. Das sieht so aus, als wenn es Sinn machen würde, hier hochzugehen. Nein, da wollte ich eigentlich nicht hin. Da wollte ich hin. So, komm, noch ein bisschen. Unser kleiner Klettermaxe. Der macht das sehr gut. Na. Da oben standen hier auch noch Wachen. Da muss man auch vorsichtig sein. Ist auch die Frage, wann der jetzt wieder hierher guckt. Achso, wir sind immer noch in den Optionszielen drin. Moment. Ach, hör doch auf. Jetzt hör doch auf, jetzt muss ich wieder da runter. Okay, das... Da hängen wir uns ein bisschen. Wollen wir nicht entdeckt werden. So. Irgendwie müssen wir ja da hinkommen. Warte mal. Noch mal eins hoch. Guck weg! Danke. Sehr gut. Diese hier sollten euren Vorstellungen genügen. Da liegt ihr falsch. Sie sind krank und schwach. Wir wollen eine Armee aufbauen und kein Spital füllen. Es würde Monate dauern, sie kampftauglich zu machen. Wir haben keine Zeit. Nein, bitte. Wir werden wirklich alles für euch tun. Egal was. Aber nehmt uns mit. Still, Hund! Eure Ware ist nutzlos für uns. Vielleicht sollten wir das in meiner Kajüte besprechen. Aha, in deren Kajüte. Wo ist sie? Ah, ist natürlich der... Ach... Nee, so weit runter wollte ich jetzt auch wieder nicht. So ein bisschen, Alter.
stehen geblieben. Anhalten. Hier ist Hundefutter. Nein, natürlich wurde ich entdeckt. Ach, shit. Shit. Ja, klar. Klar kann ich mich da nicht durcharbeiten. Ach, es ist doch... Ärgerlich. Oh, sehr gut. Safe Point. So. Sehr gut. Ich hoffe, das war der letzte, den wir uns dort bedienen mussten. Jetzt ist, glaube ich, über uns noch mal einer. Sieht zumindest so aus. Können wir eigentlich fast warten, bis der weg ist. Der wird sich jetzt sicherlich auch irgendwann umdrehen. Ah, okay, alles klar. Alter! Oh, verschwinde, Junge. Tut mir leid, dass ich euch enttäuscht habe. Es sollte euch auch leid tun. Wir kamen diesen ganzen Weg für nichts. Sagt mir, warum ich euch nicht ins Meer werfen lassen sollte. Kein Grund für Hastigkeit. Gebt mir nur etwas mehr Zeit. Ich suche auch die anderen Schiffe ab, wenn ich muss. Es gibt sicher Gefangene, die euren Ansprüchen genügen. Nun gut. Ihr habt 2 Tage. Danke. Stellt euch in der Green Dragon Tavern in Boston mit den gewählten Männern vor. Dort treffen wir euch mit unserem Anführer. Okay. Das klingt doch sinnvoll. So, eine ohne Kapitän. Ach, ich muss ihn eliminieren. Fuck off. Nein. Ah, ihr Bitches. Ihr Bitches. Jetzt kann ich wieder einmal um das komplette Schiff bestimmt herumklettern. Okay, ich nehme die Herausforderung auf jeden Fall an. Das ist interessant genug. Eieieiei. Gut, hier hat man den einen ja zumindest schon mal erlebt. Sag mal. Wärst du so freundlich und würdest. Genau. Alter. Was denn? Ich skalpier dich! Stehen bleiben! Sonst stürze ich! Ach, ist halt. Ist halt jetzt so. So, ich glaube, wir müssen in die Richtung. Tschüss! Okay, naja, gut. Es ist. Ich habe die Herausforderung angenommen, aber ich habe sie echt nicht bestanden. Scheiße! Das ist sehr ärgerlich. Wir haben jetzt. Aber wir haben im Prinzip alles geschafft, nur den offenen Konflikt zu vermeiden. Ja gut. Wenn ich nochmal spiele, kann ich wenigstens so viele eliminieren, wie ich gerne möchte. Das hilft. Das hilft durchaus. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Boston, wir sind in New York. Das heißt, wir sind am völlig falschen Ort. So. Wo hängen die denn jetzt hin? Hä? Boston? Hallo? Ich sag mal, Schnellreise hier hin. Ich weiß jetzt, was ist ein bisschen ärgerlich, dass jetzt auf der Karte nicht angezeigt wurde, wo denn diese Tavern ist. Das war ja hier, glaube ich, hier der, was haben die gesagt? Dieser Green Dragon, ne? Die Taverne, wo sie sich ganz auch am Anfang immer getroffen hatten. Oh, nee, Vollidiot. Muss doch wissen, dass das bekannt ist. Dieser Unterschlupf. Ach, Charles Lee. Charles Lee, was soll ich da sagen? Du bist tot, nur du weißt es noch nicht. Wird das Ausrufezeichen jetzt schon angezeigt, weil ich nah genug dran bin?
Oder laufe ich jetzt doch die ganze Stadt entlang? Warte mal. Jetzt, spätestens jetzt müsste ich es ja eigentlich auf der Karte erkennen können. Ah, geht. Okay, alles klar. Das bekommen wir alle offen. Da muss ich mir jetzt nicht so viel Gedanken machen. So. Charlesy Charles. Kumpel. Ja. Ein offener Konflikt? Naja. Ach, von mir aus. Du kommst ja nicht vorbei. Aber vielleicht tue ich genau hier das. Na, verdammt. Yay! So, ich würde sagen, wir sind da. Ah, sehr gut. Ich komme ehrlich gesagt mit der Frisur nicht so richtig zurecht. Mir gefällt die nicht. Ich weiß, dass das sicherlich das so ein indianischer Ritus ist, sich dann hier diesen Irokesen da zu schneiden, aber irgendwie, nee. Muss ich tatsächlich sagen, irgendwie ist es nicht so meins. Ich meine, mir muss ja auch nicht alles gefallen. Nein. Wieso kriege ich den denn nicht? Vielleicht jetzt? Nee, auch nicht. Ach, Junge. Ist ja gut jetzt. Nee, es war so klar. Es war so klar. Aber jetzt habe ich den. Ah, dieser. Der hat mich schon ein bisschen genervt. Muss ich zugeben. So, jetzt. Bist du auch weg. Ich sag mal, der Bekanntheitsgrad, der, glaube ich, spielt jetzt keine so große Rolle. Aber dass sie es hier treffen, könnte natürlich auch von Charles Lee eine hervorragende Falle sein. Brauchst du was, Süße? Nein. Rüpel. Kann ich euch helfen? Das weißt du doch. Pardon? Oh! Mann. Ich verschwende meine Zeit nicht gerne. Hört auf! Ich rufe sonst die Wache! Ein Mucks und du stirbst. Was wollt ihr denn? Er ist im Hafen, am Long Pier vermutlich. Wir hörten, was bei der Parade geschah. Charles wurde ganz nervös, sagte, er verlässt das Land. Ich dachte, er übertreibt nur. Wohl nicht. Oh. Vielen Dank. Okay. Ja, dann würde ich einfach sagen, bevor wir uns jetzt hier tatsächlich auf den Weg zu Charles begeben, höre ich an der Stelle, glaube ich, einfach mal auf mit der Session. Einfach nur, um zu gewährleisten, dass die Technik da nicht versagt. Ja, gut, dann würde ich sagen, dann war es jetzt erstmal an der Stelle. Wir sehen uns sicherlich dann morgen wieder. Ich sage einfach mal, ja, tschö mit Ö.